Herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Kraft des Wortes. Es freut mich, dass du mir heute wieder lauschst. Ist dir bewusst, welche Macht und Verantwortung wir durch die Kraft des Wortes haben? Gehört hast du sicher schon davon. Ich möchte dir gerne über die Magie des Wortes ein paar Gedanken weitergeben, das unser Bewusstsein schärfen soll für unsere Wortwahl und unseren Ausdruck nach außen. Es beginnt mit freien Gedanken, die gefasst werden in Worte. Bei mehreren nacheinander folgenden Worten entsteht eine Sprache, was sich auch in einer Schriftform ausdrücken kann. Jedes Wort, das wir denken, erschafft etwas und jedes Wort, das wir aussprechen, bringt eine schöpferische Kraft zum Ausdruck, im Guten wie im Schlechten. Das Wort ist ein Wegweiser und bestimmt, welchen Weg das schöpferische Geschehen nimmt. Gesundheit, Schönheit, Wohlbefinden, aber auch Krankheit und Misserfolge haben ihren Ursprung in den Gedanken und im Ausdruck des Wortes. Diese schöpferische Energie wird zu unserer Realität, entweder zu Fülle oder zu Mangel. Wenn die Kraft des Wortes, das durch unsere Gedanken entsteht, so machtvoll ist, dann muss uns bewusst werden, welch große Verantwortung wir für unser eigenes Leben tragen. Worte formen unsere Realität und kreieren die Möglichkeit zur Veränderung. Die Verantwortung für unsere Gegenwart anzunehmen und anzuerkennen, dass nur wir der Schöpfer für diese Umstände sind, darf uns bewusst werden. Unsere Worte bestimmen, wer wir sind und wohin wir gehen. Worte sind Magie, Macht, sie können befreien und auch einengen, uns krank und auch wieder gesund machen. Das Wort Verschreien hat auch seine ganz eigene Dynamik. Verschreien bedeutet, etwas als erreicht zu verkünden, bevor es tatsächlich eintritt und beendet ist. Wir freuen uns zum Beispiel, dass alles gut gelaufen ist, bevor das Ziel erreicht ist. Dann laufen wir Gefahr, den Tag vor dem Abend zu loben, und schon zeigen sich Schwierigkeiten, die selbst mit der Kraft des Wortes herbeigeredet wurden. Wenn wir den schöpferischen Prozess vor dem Ende loben, dann beenden wir die Konzentration auf ein Entstehen. Die Aufmerksamkeit wird zurückgezogen und die tragenden Kräfte fehlen. Während eines schöpferischen Prozesses sollte die Absicht hochgehalten werden, damit nicht alles vor dem Ziel schiefläuft. Worte schaffen Realität, aber wenn ein Ergebnis im Voraus verschrien wird, dann bewirkt man genau das Gegenteil. Auch selbsterfüllende Prophezeiungen durch Aussagen oder Behauptungen, ohne dass ein Realitätsbezug besteht, werden heraufbeschworen. Die Aussage erfüllt sich von selbst. Als Beispiel: Der Arzt teilt mit, dass nach ein paar Tagen noch Schmerzen auftreten könnten. Das Unterbewusstsein hat die Aussage gespeichert und erfüllt sich. In diesem Fall kann man selbst solche Aussagen durch eine neue Absicht und eine positive Formulierung überschreiben, bevor es eintritt. Oder der Sager: Hoffentlich habe ich mich nicht verkühlt. Oder: Das ist so ab einem gewissen Alter. Oder: Es ist halt schwierig, den richtigen Partner zu finden. Das sind alles typische selbsterfüllende Prophezeiungen. Daher sollten wir nicht gedankenlos reden, sondern von dem sprechen, was wir möchten, und nicht von dem, was wir nicht möchten. Wir erschaffen immer das,
worauf wir uns konzentrieren und womit wir uns beschäftigen. Worte sind schöpferisch und tragen die Kraft der Verwirklichung in sich. Nutzen wir die Kraft des Wortes als unser Werkzeug zu unserer Vollkommenheit. Erschaffen wir das Paradies auf Erden mit außergewöhnlichen, liebevollen, nährenden und friedvollen Worten. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.